habe doch ihn alles. Moment, was war denn das erste, was dort stand? Ich muss noch mal kurz nachgucken. Aber ja. Artur gefunden. Eine Spur von Arti? Hab ich noch nicht gesehen. Arti, so rum. Nee. Also hier gibt's nichts. Dann bring ich mal besser den Lauf der Geschichte. Hier gibt's nichts. Ja. Wie machen wir das jetzt? Die Steuerung gerade, Alter. Dankeschön. Was machen wir? Ah, Steuerung! Hör auf mit der Scheiße. Alter, die Steuerung. Die ist gerade voll dumm. Ich möchte doch nur wieder darüber. Dankeschön. Ist da immer noch da oben? Wir kriegen den da auch nicht runter. Nee, wir kriegen den da auch nicht runter. Wir gucken jetzt nochmal, ob wir in der illegalen Bar was machen können. Weil es muss ja jetzt irgendwie was funktionieren hier. Ansonsten ist mein Latein am Ende. Ja. Ich weiß langsam nicht mehr weiter. Wie oder was. Willkommen zurück. Ja, mach auf das Ding. Mach das scheiß Ding auf. Wie bringt man Trixie nur dazu, Kit zu verpfeifen? Ja, wie... Wie kriegt man sie jetzt dazu? Trixie? Ja? Darf ich mir was wünschen? Hm, das hat man ja schon. Toi, toi, toi. Ja, ja, naja. Kann ich mit dir sprechen irgendwie? Hey, hau ab, Zwerg. Ich versuche hier Leute zu unterhalten. Aha. Wie wär's denn mit trauriger Musik? Ist das vielleicht eine Lösung? Wenn wir einfach mal ein trauriges Lied reinmachen. Weil lustig. Oder machen wir lustig? Machen wir mal ein lustiges Lied. Dass Kittenin vielleicht aufgeht und lachen tut. Dass er dann vielleicht zugreift. Ja? Ne? Ne? Ich krieg ihn absolut nicht. Jetzt schlag zu. Hey, ich glaube, ich habe noch nie deinen Namen gehört. Oh, ist egal. Hast recht. Laut und deutlich, Officer Parker. Schnapp Tennen. Bereit, Tennen zu verhaften? Auf jeden Fall. Cool, halt die Ohren steif. Ich sehe, was ich tun kann. Ja, ja. Ich komme gerade nicht weiter. Pass auf dich auf. Wir gucken uns mal den allerersten Hinweis an. Jetzt hast du alles, um Arthur auszuspielen. Da bringt uns gerade nichts. Noch ein Hinweis. Einstein kann Arthur finden, wenn du den richtigen Hinweis gibst. Ja, aber der ist doch auf dem... Was soll ich denn... Ernsthaft? Soll ich Ihnen das Bild zeigen oder was? Ach man, Leute. Wir gehen nochmal zum Einstein. Vielleicht kann er uns ja doch irgendwie helfen. Egal. Dann fragt man mal, wo er ist. Was für ein Hinweis. Was haben wir denn alles? Das Bild. Einstein, bleib hier. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, ja, du weißt wieder nicht, was du tun sollst. Die Pfeife. Könnte helfen. Ja, wunderschön. Kommen wir mal weiter. Eine tolle Nase. Das habe ich ja total vergessen.
Stimmt. Ich habe mich bedeckt gehalten, Officer, aber ins Lichtspielhaus muss ich einfach ab und zu mal gehen. Hallo, Arthur. Lichtspielhaus. Officer? Ab hier übernehme ich. Aber im Waffenladen können wir ungestört reden, ohne neugierige Beobachter. Ja, Einstein, gut gemacht. Ich hätte ihn gebraucht. Ich hätte ihn gebraucht. Ohne Mist. Du nimmst mir weg. Mann. Hey Doc, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Wo liegt das Problem? Du bist hier? Ist Artie noch hier? Er ist im Badezimmer. Hey, Artie, mach auf. Aha. Du musst einen Gangster zu Fall bringen. Soll ich jetzt diese Sylvia treffen? Nein, es ist Zeit für dich, Trixie zu treffen. Trixie sagt, sie hätte da was, das Kid vielleicht ins Gefängnis bringt. Aber du bist der Einzige, dem sie das Überprüfen der Sache anvertrauen will. Ich? Was hat sie... Oh, ich weiß, was sie getan hat. Clever. Würdest du uns vielleicht einweihen? Tut mir leid, Leute. Aber wenn Trixie es nicht sagt... Sag ich es auch nicht. Das ist ja schön und gut, Mr. McFly. Aber wenn du und Trixie euch in dieser Sache zusammentun wollt, müssen wir ein Treffen arrangieren. Nun, Trixie ist an Kids Flüsterstube gebunden. Also müssen wir Arthur zu Trixie bringen. Oh nein. Das ist keine gute Idee. Ich gehe da auf gar keinen Fall wieder in die Nähe. Ich weiß nicht, wie du mich dazu überredet hast. Bleib einfach hier im Dunkeln. Und komm erst raus, wenn du Trixie siehst. Genau. Bin ich denn hier auch wirklich sicher? Vollkommen sicher. Ja. Wir würden dich nie einer unnötigen... Sagan. Wo ist Kid? Keine Sorge. Ja, du bist sicher. Wir gehen jetzt einfach mal da rein und holen Trixie. Willkommen zurück. Dankeschön. So, Trixie. Wie bringt man Trixie nur dazu, Kid zu verpfeifen? Ja, indem du jetzt einfach mal da rausgehst. Trixie? Ja? Genau. Arthur, warte draußen. Warten Sie mal, wer in der Gasse auf Sie wartet. Arti, genau. One and only. Raus. Es war nicht leicht, ihn zu finden. Ich musste... Übernimm für mich, Cuba. Wieso sage ich immer Arthur? Braves Mädchen. Wenn er doch Arti heißt. Das ist übel. Hey, du. Hä? Ja, bleib mal, ich hab gesehen, wie du meiner Eunice schöne Augen gemacht hast. Sorry, Kumpel. Hab keine Zeit, mich zu streiten. Das ist schon so lange her. So schaffe ich es ganz bestimmt nicht in die Carnegie Hall. Okay, nee. Ich glaube, du bist für heute Abend fertig. Hey, was denkst du eigentlich, wo du hingehst? Ich? Ja, du. Was weißt du darüber? Nichts, ich... Oh. Komm schon, Officer. Mann. Trixie? Pause ist vorbei, Q-Ball. Was immer du sagst, Baby. Was war das? Er ist aber jetzt nicht tot, oder? Er ist jetzt nicht erschossen worden. Komm, Officer Parker, jetzt... Hey, Danny. Hey, ich glaube, ich habe ihn auch nicht erwähnt. Jetzt. Hast recht. Ich bin dir etwas an... Laut und deutlich. Ja, das haben wir schon oft gehört. Jetzt mach los. Immer noch bereit, Tennant zu verhaften? Auf jeden Fall. Cool. Ja, auf was willst du noch warten? Bye, Danny. Pass auf dich auf. Auf was willst du noch warten, Trixie? Was ist los? Trixie? Ja? Was ist da draußen passiert? Was ist in der Gasse mit Arthur passiert? Darüber will ich nicht reden. Doch, sag's bitte. Sieht aus, als gäbe es ein neues Bild. Ja, das hatten wir schon. Wer soll das sein? Mickey Rooney? Ich glaube nicht. Toll. Ich Danke. Weiß jetzt auch nicht mehr, wie, wo, was. Wir gehen am besten mal raus. Moment, kannst du uns noch ein Bild malen von Arti? Was ist in der Gasse passiert? Wissen Sie, was Trixie da draußen passiert ist? Sie scheint ziemlich aufgebracht. Du redest komisches Zeug, weißt du das?
Aber nein, ich habe keine Ahnung, wie es Trixie geht. Kit zahlt mir nicht annähernd genug, um Drinks auszuschenken und seine Freundin zu bemuttern. Aha. Dann ist also jeder an dieser Wand ein Feind von... Ja gut, das hat man. Wir gehen jetzt mal raus. Oder wir fragen mal ihn. Hey. Vielleicht hilft er uns. Okay, wenn du nicht mit uns reden willst, geh mal einfach mal raus. Gucken, was da passiert ist, weil nicht, wenn er erschossen wurde. Das wäre natürlich nicht gut. Wir gehen mal kurz schauen. Aha, wo ist er? Hier ist... Blut. Artie? Hey, du hast die Party deines Lebens verpasst, Kumpel. Kit, was ist passiert? Oh, das wird dir gefallen. Also, ich häng gerade in der Bar ab, als ich plötzlich den Drang verspüre, mir Erleichterung zu verschaffen. Ich gehe also raus in die Gasse und wen sehe ich da? Keinen geringeren als diese Vorladungen folgende Ratte Artie McFly. Und dieser kleine Wurm tuschelt doch tatsächlich ganz der große Eroberer mit meiner Trixie. Oh nein. Natürlich habe ich sofort Kid Junior herausgeholt und wollte diesem McFly gerade das Hirn wegballern, woraufhin Artis Nase zu bluten begann. Der Kerl ist einfach eine Memme. Als Trixie buchstäblich auf die Knie fiel und mich anflehte, ihn am Leben zu lassen. Im Ernst, sie kniete vor mir und heulte und bettelte um McFlys Leben. Und was hast du getan? Was schon? Ich habe zweimal in die Luft geschossen und Artie gesagt, dass er verschwinden soll. Wirklich sehr gnädig. Hey, ich bin kein Unmensch. Außerdem schuldet Trixie mir nun was. Eine ganze Menge. Und Kid Tennant treibt die Schulden immer ein. Mhm. Immer, meinst du. Aber wir wissen schon mal, dass er lebt. Das ist schon mal viel wert. Wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Das ist jetzt die Frage. Ist er wieder bei Emmett? Wir gehen mal kurz gucken. Also bei uns ein Dog. Besser gesagt. Ist er jetzt dort drin? Ne? Ich weiß gerade nicht weiter. Ja. Wir kriegen Officer Parker absolut nicht rum. Wo liegt das Problem? Ja. Das Treffen ging in die Hose. Das Rendezvous war ein Reinfall. Tennant hat Artie und Trixie in der Gasse erwischt. Sie hat um sein Leben gebettelt, aber nun verhält sie sich seltsam. Du redest besser mit ihr, bevor sie etwas Dummes tut. Hab ich doch schon. Parker bleibt hart. Gute Neuigkeiten, Doc. Parker hat sich bereit erklärt, Tennant zu verhaften. Ich musste also nicht allein zum Abschluss bei. Super. Und was ist mit Miss Trotter? Daran arbeite ich noch. Schauen Sie das mal an. Diese Zeitreiserei verwirrt mich noch. Ja. Wegen Kit Tennant. Gibt es da was Neues? Nein, okay, gibt es auch nichts Neues. Dann gehen wir nochmal raus und wir gehen... Sei vorsichtig, Marcel. Mal zu Edna. Wir haben ja einen neuen Fall für sie. Auf gut Deutsch. Mal gucken, ob sie damit was anfangen kann, beziehungsweise will. Ansonsten gehen wir einfach nochmal in die illegale Bar rein. Gucken, ob wir da was machen können. Edna, was? Neue Story. Hey, ich hätte da eine heiße Spur. Genau. Officer Parker, einer Mensch, Trixie... Ja. Trixie Trotter trickst Tennant aus. Na, der gut. Ist das wahr? Ja? Ist sie wirklich auf unserer Seite? Okay, immer noch dasselbe. Haben wir irgendwie einen neuen Punkt, ich hätte da eine heiße Spur. Den wir auswählen können? Das wäre gut. Artie McFly kehrt zurück. Verhaftet. Kehrt zurück. Nee, da haben wir... Nichts Neues. Das kann ich nicht sagen. Ja, brauchst auch nicht. Okay. Also hier können wir nichts machen. Bis bald. Kämpfen Sie weiter für das Gute. Ja, wir haben mal gucken. Ich versuch's. Jedenfalls, Edna, ich versuch's. Auch wenn ich gerade nicht wirklich hier weiterkomme, versuche ich's. Kannst du uns irgendwie inzwischen helfen? Emmett. Auch nicht. Ist das euer Ernst? Die Bar. Ah ja, genau, das ist... Ich weiß nicht. Ich komme gerade nicht weiter. Ich bin gerade ein bisschen...
Jetzt. Bitte, ich versuche mich hier zu amüsieren. Ich glaube, das solltest du sehen. Komm, komm, komm. Bist du wahnsinnig? Was soll die Dynamitstange hier in meiner Bar? Das ist es ja, Boss. Die sind überall. Ich glaube, unser Barbrandstifter will wieder zuschlagen. Ja! Jetzt go! Mhm. Wie bringt man Trixie nur dazu, Kit zu verfolgen? Ah, Mann! Immer noch nicht! Trixie? Ja? Wegen Arthur. Wegen Artie McFly. Artie. Was ist mit ihm? Hast du was von ihm gehört? Geht's ihm gut? Es geht ihm gut. Oh ja, es geht ihm gut. Bist du dir sicher? Glauben Sie mir, wenn es ihm nicht gut ginge, wüsste ich es als Erster. Und was ist, wenn ich jetzt sagen würde, nein? Was ist mit ihm? Hast du was von ihm gehört? Geht's ihm gut? Es geht ihm nicht gut. Ich glaube, ihm könnte etwas zugestoßen sein. Was? Du meinst, Kit bricht sein Versprechen? Ja, genau. Oh nein. Armer Artie. Der arme kleine Artie. Ich weiß. Kit, diese Schlange. Er darf damit nicht davonkommen. Werden Sie die Beweise aushändigen, die Sie gegen ihn haben? Und ob ich das werde? Ja. Sieh mal her. Moment. Welche Beweise hast du, dass Kit Artie umgelegt hat? Das ist nur so ein Gefühl. Oh Mann. Auf dein Gefühl kannst du dich allenfalls auf der Rennbahn verlassen. Mach mich nicht verrückt wegen ein paar Gerüchten. Ich komme hier nicht weiter. Toi, toi. Danke. Ja, ja. Blöde Kuh, ey. Ich komme hier nicht weiter. Komme ich hier